Die Landwirtinnen und Landwirte können nicht einfach Agrardiesel einsparen. Punkt. Dieser kleine Satz, der in seiner Schlichtheit überzeugt, stammt nicht von LSV oder vom Bauernverband oder vom Lohmeier oder sonst wen, aus denen ihr jetzt vermutet. Er stammt allen Ernstes von unserer grünen Landwirtschaftsministerin Frau Staude, die nämlich in ihrer Pressemitteilung genau das geschrieben hat. Überschrift: Kritik an Streichung der Agrardieselvergütung. Und sie stellt auch fest, dass damit die Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft in Deutschland massiv leiden würde. Ganz verblüffend, oder? Sie hat mit diesem kleinen Satz uns auch das Märchen zerstört, dass man hier versuchen würde, irgendwelche klimaschädlichen Subventionen abzubauen. So ein Schmarrn. Kein Landwirt kann, nur weil jetzt eine Steuer da drauf gesetzt wird, weniger Diesel verfahren. Er braucht den Diesel als Einsatz, als Produktionsfaktor, um seine Felder zu bestellen. Er braucht ihn genauso viel, wie er ihn braucht und nicht wie viel Steuern draufgesetzt werden. Wenn jetzt Frau Staude das versteht, warum versteht man denn das bitte in Berlin nicht? Und apropos, nein, Frau Staude, da liegen Sie immer noch falsch. Von einer Subvention kann man hier eben nicht sprechen. Es ist eine Steuererhöhung und sonst gar nichts. Oder würde auch jemand sagen, wenn die Mehrwertsteuer von 19% auf 22% angehoben wird, ja gut, die Differenz haben wir euch bis jetzt nur subventioniert und jetzt besteuern wir halt das, was wir euch subventioniert haben oder was. Oder das ist völliger Unfug. Genau wie Sondervermögen einfach nur Schulden sind, ist das hier eine Steuererhöhung. Und ich habe den Verdacht, da hat vielleicht jemand sein Versprechen vergessen, Herr Lindner, oder? Hatten Sie nicht mal gesagt, Steuererhöhung gibt es mit Ihnen nicht? Aber 1 Milliarde Euro mal eben schnell den Bauern aufs Kreuz zu packen, das fällt Ihnen dann gar nicht weiter Steuererhöhung auf. Nicht? Das ist jetzt, mag Ihnen passen. Ihr habt noch nie eure Vorhaben dieser Regierung, dieser Ampel gegenfinanzieren können. Ihr habt getrickst und das wurde euch jetzt vor die Füße geschmissen von dem Gericht. Und das sollen wir jetzt bezahlen, indem ihr jetzt euch auch da nicht mehr in eure festen Zusagen haltet. Das ist nicht mehr auszuhalten. Ihr könnt den Kampf gerne haben. Gerne. Wir machen es. Im Augenblick sind die meisten Berufskollegen schon unterwegs, blockieren halt ein bisschen halt den Fluss, den Verkehrsfluss auf den Straßen. Ist ja auch gut so, weil langsam fahrende Autos, nicht? Da träumen sowieso alle grün von, maximal 20 km/h, verbraucht ja auch weniger Kraftstoff. Nicht? Und wenn die erstmal stehen und den Motor aus haben, ja, verbrauchen sie gar keinen Kraftstoff mehr und dann ist das Ziel ja schon wieder der Grünen erreicht. Also, an die Berufskollegen, die bis jetzt noch nicht unterwegs waren, ich gehöre dazu, weil mit dem Trecker war ich auch noch nicht los. Wir haben die Aktion schon mal gemacht, bitte stellt euch heute Abend, kurze Wege sind das nur, an die Straßen, Licht an, Blinklicht an, alles an und dann stehen wir da und zeigen, so geht es nicht. Und im letzten Jahr mussten wir dann nur noch drohen, dass wir am nächsten Tag noch hätten 5 Meter weiter vorfahren wollen. Ich hoffe, dass es soweit dieses Jahr nicht kommen muss. Deswegen stellt euch an die Straßen, wenn ihr bis jetzt noch an keiner Aktion teilgenommen habt. Und dann macht um 17 Uhr die Lichter an. Letztes Jahr war das ein großer Erfolg. Das war sehr beeindruckend. Das hat auch wirklich ein tolles Szenario gegeben. Die Leute haben das sehr wohl gesehen und die meisten haben damals auch richtig gut reagiert. Alles ist besser, als jetzt schweigend und untätig sich diesem Irrsinn gefallen zu lassen. Es muss endlich mal ein Ende finden. Und ich finde dabei nicht eine einzige Fraktion, die das bis jetzt für richtig hält und auch begründen kann. Weder die Bundestagsabgeordneten der SPD, die bei uns in der Region hier sind, noch die grüne Fraktion, den nicht mal Herr Özdemir sagt, ja, das ist richtig, er sagt, der Lindner ist schuld, Lindner sagt, Özdemir ist schuld. Es ist ein absolutes Kasper-Theater. Und auch bei der FDP ist die Erkenntnis über Gero Hocker zu 100% da, dass es Unfug ist. Also, wenn es doch keiner will, warum kommt es denn dann bitte? Schafft diesen Unsinn wieder ab und sorgt dafür, dass wieder Vertrauen und Zukunftsperspektiven für die Landwirtschaft geschaffen werden, anstatt sie in einer Tour in Geiselhaft zu nehmen für eure verrückten Ideen, wo ihr selber nicht wisst, wie ihr dafür die Kohle rankriegen wollt.